Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute machen wir wirklich 50 Stunden durch. Nein, doch. Also wir machen mehr als 2 Tage durch. Das längste Wachsein bei mir war mal 44 Stunden, also fast 2 Tage. Und jetzt machen wir 50 Stunden, also 2 Tage und 2 Stunden. Ich hoffe, ich kann es gut für euch gestalten, dass es nicht langweilig wird, aber ich glaube, der erste Tag wird entspannt. Aber danach werde ich echt müde. Außer ich überschreite die Schwelle vom Müdesein. Vielleicht kennen das einige von euch, wenn man so richtig durchmacht und irgendwie um 3, 4 morgens ist man langsam so müde und denkt sich so, wow, was geht jetzt ab? Und plötzlich wird man mega wach. Und das kann sein. Aber mal gucken, wie das wird, Leute. Schreibt einfach mal jetzt schon mal in die Kommentare, was war euer längstes Wachsein? 44 Stunden, mal gucken, wer das überbieten kann. Ich wette, ein paar Verrückte von euch haben schon irgendwie 3 Tage durchgemacht oder so. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, schreibt neue Selbstexperimente in die Kommentare. Da kann man ja noch mehr machen bestimmt. Vielleicht habt ihr gute Ideen. Schreibt einfach alles einfach mal in die Kommentare. Und ich chill jetzt erstmal ein bisschen, weil gleich geht es erstmal zum Friseur. Diese Haare sind langsam echt ein bisschen zu lang. Und genau, ach ja, wie spät es ist und zwar, so, ihr könnt sehen, es ist 10 Uhr morgens und nach Ewigkeiten trinke ich mal wieder Kaffee. Mal gucken, ob ich abkratze. Nett. So Leute, ich gehe jetzt zum Friseur. Die buschigen Haare müssen jetzt auch mal wieder weg. So Leute, ich war jetzt Haare schneiden und kennt ihr das, wenn ihr aus dem Friseur so rauskommt und dann so guckt, so ja, oh, er hat falsch gekartet. Aber nein, sieht eigentlich ganz gut. Ganz fresh aus. So Leute, ich gehe jetzt in die Stadt, also in den Hauptbahnhof Hamburg. Vielleicht kennen einige von euch. Gehe mit einem Kollegen dahin, ein paar Sachen gucken, shoppen. Ich muss auch ein paar Sachen einkaufen und 2 Geschenke für meine Schwestern. Ja, ich habe ihren Geburtstag vergessen. Muss jetzt noch Sachen nachkaufen. Und wie immer die kurze Hose an, Leute, damit ich mich auch bequemer fühle in der Stadt. Allgemein trage ich ja oft eine kurze Hose oder eine Jogginghose, weil Leute, ganz ehrlich, in der Schule oder wenn ich in die Stadt gehe, das ist ja alles komplett unwichtig. Da will ich mich einfach wohlfühlen und dann gibt es eine kurze oder eine Jogginghose. Bei so wichtigen Sachen ziehe ich auch eine Jeans dann mal an. Ey, wer das trägt, hat wirklich Eier. Wow, wie viele Löcher hat das Ding an? Wow, das T-Shirt, das wirklich jeder Pisser trägt. Dieses Brautjungfernkleid, würde es mir stehen? Ich glaube, mir würde es sehr gut stehen. So Leute, ich gehe jetzt zum Training. Wie ihr sehen könnt, ist es auch schon dunkel. Und ja, ich habe echt Lust zu trainieren, weil ich war jetzt 2 Tage nicht. Vergessen habe ich Pause gemacht und jetzt gehe ich wieder zum Training. Och, ich hoffe auf jeden Fall, das Fitnessstudio ist nicht so voll. Ich meine, es ist fast 23 Uhr. Ich bin mittlerweile auch, ich sag mal so, ich bin noch nicht wirklich müde. Es geht mir eigentlich jetzt noch. Aber ich sag euch, ich werde erst müde in der Nacht. Jetzt gerade ist noch möglich alles, aber später in der Nacht werde ich echt, glaube ich, mega müde sein. So Leute, ich sitze jetzt hier gerade und warte auf meinen Kollegen. Aber ich will euch kurz eine Story erzählen, die vielleicht auch im Titel steht, bin ich ganz sicher. Und zwar, ich war gerade McFit, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, ich mache diesen Schrank auf beim McFit. Und plötzlich liegen da 100 Euro, ne? Warte, kann ich es mal genau zeigen? So 100 Euro liegen da, ne? Drin. Und ich denke mir so, wow, was? Und so. Das kommt eigentlich ganz gelegen, weil ich will bald in den Urlaub fahren und brauche noch ein bisschen Geld. Und ist mein Mund zu komisch. Naja, egal, auf jeden Fall. Liegen da 100 Euro und ich denke mir, wow, dann ich gehe trainieren und ich komme wieder, ne? Und als ich wiedergekommen bin, will ich eigentlich die 100 Euro so meinen Ranzen tun. Jetzt ihr denkt so, ah, der Gierige. Nein, Leute, ich wollte echt so meinem Gewissen sogar so ein bisschen gedacht. Mein Gewissen hat mich echt so ein bisschen gebissen und ich dachte mir einfach so, Digga, jemand hat diese 100 Euro verloren, ist doch voll scheiße für ihn, ne? Und dann, aber das Ding ist, was willst du machen? Soll ich 100 Euro abgeben beim Trainer oder so? Der steckt sich doch ein oder soll ich, was weiß ich, machen? Das Ding ist, ich guck mal ganz ehrlich, sorry, Digga, ich muss den 100er mitnehmen, so gesagt. Und das Ding ist, vom Schrank standen so 3 Typen. Ich glaube echt, ich dachte, das ist deren Geld, ne? Und dann muss ich so auf richtig geheim so den 100er in meinen Rucksack tun, ne? Und dann, ich gehe so raus, ich denke so, okay, 100 Euro, nice. Auf einmal, ich guck so rauf, ne? Also ich guck mir den 100er so genau an. Plötzlich, ich merke einfach, das ist ein richtiger Fake-100er. Hier steht auch, this is... Warte, steht das hier so? Das kann man vielleicht sehen, this is fake. Ey, ich wurde so gefaked, ne? Ey, ich wurde so gefaked. Wow. Also, liebe Leute, ich bin hier gerade mit Jan. Jan möchte jetzt lustig vor der Kamera sein. Du hast jetzt 3, 2, 1. Ich kann nicht lustig sein, Jungs. Ich liebe euch. Ja, seht ihr diese Bauch, seht ihr diese Bauchtasche? Kauft sie euch, Jungs. Wir sind die Bauchtaschen-Gang. Ja, die Bauchtaschen-Gang. Big Julian. Wow.
So many times I don't know which way to go. Jo Leute, wie ihr sehen könnt, es ist jetzt gleich 3 Uhr. Ich kann ja mal Siri fragen. Spaß. Ich bin nicht dieser Spasti-Birk hier. Es ist gleich 3 Uhr und Leute, ich merke langsam echt, ich werde müde. Also ich würde mich mega gerne dieses kuschelige Bett da setzen. Obwohl, ich habe hier gerade eine Mücke gesehen. Oh, ich hasse Mücken. Das ist wirklich am Sommer richtig so ein negativer Punkt. Immer diese ganzen scheiß Insekten. Ich hasse Insekten einfach. Ja, vielleicht leben einige so von euch auf dem Dorf oder so und sind voll dran gewöhnt und lieben Insekten und so, aber nein, ich hasse Insekten so doll. Aber naja, auf jeden Fall, es geht darum, ich bin jetzt langsam echt müde. Ich sag mal so, ich könnte mich jetzt hinlegen, bisschen chillen und ich würde einpennen für ein paar, so 6, 7, 8 Stunden. So Leute, ich bin echt tot. Also irgendwie bin ich nicht mehr so müde, aber ich fühle mich so... Wisst schon, so in Trance, so also ein bisschen so, man schwebt so hin und her so ein bisschen. Es ist jetzt gerade, wie ihr sehen könnt, 11 Uhr morgens, also sind wir jetzt 25 Stunden lang schon wach. Und wow, bin ich eine Pussy geworden. Früher habe ich immer so 24 Stunden durchgemacht und voll in Ordnung, aber ich habe echt lange keine, also vor lange nicht mehr habe ich so richtig durchgemacht und sowas. Und Alter, ich fühle mich echt ein bisschen komisch. So. Ich habe halt wirklich die ganze Zeit meine Serie durchgeguckt, ich habe einfach mal eine Staffel jetzt weitergeguckt. Jede Folge geht so 40 Minuten ungefähr, also hat schon ganz gut Zeit totgeschlagen, sag ich mal so. Ich zocke jetzt ein paar Runden League of Legends, vielleicht kennen das einige von euch, aber ich schätze mal nicht so viele. Falls ihr doch League of Legends zockt und Lust habt, mich zu adden, hier, mein Name heißt Evanyo mit Doppel-O. Mit Doppel-O! Und hier kommt Talon, hau mal ein paar Moves raus. Yeah, yeah. Ui, 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 ui. Ein paar Sekunden später. Aua. Achso, ja, ich trage einen Tanktop. Ich bin zu Hause. Ja, ich darf einen Tanktop tragen. Leckt mich. Auf jeden Fall. Ihr könnt ihr sehen, die Crispies nenne ich sie. Das ist Hühnerbrustfilet mit so Kelloggs. Also ich schwöre es euch, das ist ein Wunder. Das schmeckt so lecker, ne? Und ja, ich esse ein bisschen was und danach gehe ich zu einem Kollegen. Ich möchte jetzt ein Ständchen für mich hören. Ein Ständchen also? Ein Ständchen. Von dir erzählen, ohne deinen Namen auch nur einmal zu erwähnen unter Schmerzen oder... Tränen würde dein... Hätte ich jetzt einen Tanga gehabt, hätte ich auf die Bühne geworfen. Okay. Ich gehe jetzt zum Training. Es ist jetzt schon 23 Uhr. Und ich bin ehrlich zu euch, jetzt das Training wird mich, glaube ich, umbringen. Mittlerweile bin ich halt mega wach noch, aber ich merke so, ihr wisst schon, der Körper gibt langsam wirklich auf. Und wenn man zu lange wach bleibt, dann ist es auch einfach so, dass dir wirklich irgendwie arschkalt ist, weil dein Körper dich nicht mehr richtig wärmt. Und ja, ist ein bisschen kacke. Das Wetter zum Glück nicht so schlimm, ist nur ein bisschen windig. Aber ich muss mein Training durchziehen, Leute. Derzeit bin ich gut am Durchziehen und will das auch nicht vernachlässigen. Und ja, mal gucken, wie das Training jetzt wird. Jo Leute, ich habe jetzt einen neuen Job hier im Kiosk, könnt ihr sehen. Läuft schon echt gut, aber es ist mein erster Arbeitstag. Was kann hier passieren? Oh Leute, das ist halt hier Überfall. Oh nein, das war ja nur du. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks. Oh, ich hoffe, ihr könnt die Uhrzeit sehen. Es ist gerade 4 Uhr fucking morgens. Ich würde euch mein Handy ja zeigen, aber das Problem ist, ich habe keinen Akku mehr. Naja, auf jeden Fall ist jetzt 4 Uhr morgens noch 6 fucking Stunden. Dann habe ich es geschafft. Ja, ich bin müde, Leute. Ich bin wirklich müde. Ich habe Bock, mich in mein Bett zu legen und zu pennen. Aber 6 Stunden ziemlich scheiße jetzt noch durch. Dann habe ich es geschafft. Yeah. Ach, Schnauze. Ich bin nicht eingeschlafen, aber... Alter, ich bin müde. Oh nein, ich bin eingeschlafen. So Leute, es ist jetzt mittlerweile schon 15 Uhr und das heißt, ich hab's leider nicht geschafft. Du Versager! Ich bin gegen 7 oder 8 Uhr morgens echt eingepennt. Ich lag im Bett, hab Serien geguckt und das war der Fehler. Man darf sich nicht ins Bett legen. Ich habe nur einen Kaffee im Intus gehabt, sag ich mal so. Und hab's fast geschafft. Also 48 Stunden ungefähr habe ich geschafft oder 47. Fast geschafft, ach. Naja, Leute, schreibt trotzdem auf jeden Fall mehr Selbstexperimente in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da oder leckt mich. Das war's jetzt mit dem Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.